Moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play LS17, nordfriesische Marshmap 3.0 ohne Gräben. Wir haben immer noch nicht die Cultivator Density ausgetauscht. Schön, dass jetzt hier auch noch eine Meldung kommt, dass meine Firewall deaktiviert ist. Ja, muss ich mal wieder bei. Wie kann man solche Meldungen unterdrücken? Weiß das jemand? Gerne in die Kommentare. Sehr, sehr schön. Jetzt weiß auch jeder, dass er mich hacken kann. Super. Ja, die Cultivator Density ist immer noch nicht ausgetauscht. Unser Class Axion 800 hat gerade eben das letzte Feld, das Stroh geholt. Wir bringen hier immer noch Stroh fein säuberlich zum Kompost. Wir bringen gleich mal Stroh auch nochmal zur Pelletfabrik. Dafür kann ich ja mal losfahren. Ich musste gerade meinen Rechner einmal kurz neu starten nach der letzten Aufnahme, weil ich doch, also es war nicht nur etwas ruckelig, sondern ging eigentlich gar nicht. Und wir schauen mal, ob das jetzt besser ist. Ob ich denn hier jetzt besser durchkomme. Oh. Und wir gehen direkt mal hier zu ihm hier. Abfahrer entlassen. Los, können wir löschen. Und bringen jetzt nochmal so die letzten Reste Stroh, die auf den Feldern waren, zurück. Zum Hofsilo. Kann ich diese Ladewagen eigentlich auch ganz normal am Silo befüllen lassen? Geht das? Stimmt, oder? Kann ich nichts gegen sprechen. Weil die haben deutlich mehr Kapazität. Das ist jetzt meine anderen Wagen hier. Und Licht brauchen wir nicht. Gleich mal aus. Gehen einfach mal kurz hier rüber. Die muss doch irgendwo. Da steht er. Bring da rein. Ja, der erste ist voll. Der zweite wird jetzt mit Stroh voll gemacht. Ich fahre allerdings noch nicht ab. Ich fahre jetzt gleich erstmal endlich die Milch zur Molkerei. Weil das wollte ich auch schon die ganze Zeit tun. Ja, unser Kompostversorger kommt auch. Ist auch wieder auf dem Weg, der ist leer. Wie viel Stroh haben wir noch? Liter. Speichern. Da waren wir wieder beim Thema. Gab es nicht irgendwie über die Game Extension eine Möglichkeit zu sagen, Intervall automatisch speichern? Speichert der dann wirklich auch alle 15 Minuten? Oder muss man da noch irgendwas anderes machen? Wenn jetzt hier 15 steht. Muss ich mal beobachten, ob das wirklich so ist. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. So, ihn stellen wir hier erstmal in die Ecke. Oh, wir können auch mal wieder Mist und Gülle wegholen und damit vielleicht mal wieder Dünger machen. Ich sagte ja, ich will jetzt erstmal Milch zur Molkerei fahren. Das hatte ich ja eigentlich aufgezeichnet, aber da war mir das Spiel abgestürzt und mein Spielstand war weg. Also hatte ich keine Milch in der Molkerei. Ich muss jetzt tatsächlich hier nochmal los, um überhaupt mal einen Tropfen Milch dahin zu bringen, dass die weiterarbeiten können. Geht ja gar nicht. Arbeiten. Katastrophe sozusagen. Ah, irgendwas kaufen hätte ich jetzt auch Bock drauf. Vielleicht auch ein Feld. Nein, auf jeden Fall wollen wir ein Feld kaufen. Brauchen auch noch neue Fahrzeuge. Brauchen Kartoffel- und Rübenernter. Wir brauchen wahrscheinlich noch einen neuen Drescher. Ich brauche noch neue Anhänger.
Kann ich mit dem Mähdrescher auch in diesen Ladewagen abladen? Ja, eigentlich auch gehen, oder? Weil die haben ja so viel Kapazität. Dann kaufe ich mir ja lieber noch zwei von denen. Weil ich benutze die dann einfach erstmal mit. Ich habe ja schon zwei. Ich habe zwei von den anderen großen. Da haben wir ja schon ein bisschen was. So. Ich glaube, ich muss jetzt irgendwie immer nach allen zwei Aufnahmen oder so. Jede zweite Aufnahme muss ich. Muss ich, glaube ich, meinen. Mein Rechner mal neu starten oder so, der scheint sich irgendwie zu verhaspeln. Wieso denn nur 29.687? Naja, warum auch immer. Ich dachte, der war voll. Wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Spund. Den Rest bleibt immer drin. Oder wie auch immer. Vielleicht habe ich ihn auch nicht ganz voll gemacht, vielleicht habe ich das vergessen. Egal. Machen wir uns jetzt mal keinen Kopf drum. Wichtig ist, die Molkerei produziert. Spawnplätze sind auch noch frei. Konnte ich gerade so aus dem Augenwinkel erkennen. So, die Mehlfabrik, also die Mühle sozusagen, ist auch am Arbeiten. Das ist doch auch schön. Dann wissen wir, dass da alles seinen Gang läuft. Also das konnte ich jetzt von hier nicht sehen, aber wir haben ja... Wir haben ja Weizen hingebracht. Das heißt, wir kriegen Mehl. Das heißt, wir können bald Toastbrot produzieren lassen. Hey, Sandwich. Und Kuchen und andere Backwaren. Teigwaren heißen Teigwaren, weil sie mal Teig waren. Haha. Das reicht hier, das reicht hier zu stehen. Na, wie viel haben wir da jetzt schon wieder drin? Wie viel haben die Kühe schon wieder hinterher produziert? Wahnsinn. Wie geht's den Tieren überhaupt? Tiere. Alles gut. Ja. Alles schicki. Produktivität von 100%. Das will man mehr. Mehr kann man fast nicht wollen. Oh hier, in der Milchkammer. Ah, ganz toll. Jetzt klemme ich hier irgendwie fest. Naja, muss ich nicht so durch die Gegend beamen sozusagen. Was hatten wir denn noch vor? Ach so. Wir wollten... Wo haben wir ihn? Da. Da haben wir ihn. Wir wollten zur Pelletfabrik und auch noch da ein bisschen Stroh hinbringen. Dann müssten wir da unten eigentlich auch noch hinfahren. Wir müssen endlich mal Holz aus dem Wald holen. Da will ich allerdings nicht mit dem Sattelschlepper rein, da fahre ich mit dem Traktor rein. Ich schicke da gleich mal einen Traktor hin. Ich habe ja noch Traktoren frei. Ich habe da eine Überführungsroute, die kann ich gleich mal anlegen. Könnte ich eigentlich auch hierfür benutzen. Bin auch so doof. Ah, Crossplay ist schon was Feines. Für Singleplayer, der Hammer. Multiplayer weiß ich nicht, brauche ich glaube ich nicht unbedingt. Wobei es auch sicherlich Situationen gibt, wo es durchaus Sinn machen könnte, also wenn man zum Beispiel einen Silo verdichten will oder so, und man wirklich nur zu zweit im Multiplayer ist, dann könnte das sogar Sinn machen, da auch Crossplay zu haben, aber, soviel ich weiß, funktioniert Crossplay bei Multiplayer nicht. Ja, man muss ja auch nicht alles automatisieren, ne? Man muss ja auch mal ein bisschen selber was machen. So. Jetzt sollten wir hier gleich erstmal Zeugs ohne Ende haben. Hier sollte gleich möglich sein, so viel zu produzieren.
Traktor schnappen wir uns. Welcher ist denn gerade ohne? Ja, hier. So. Und dann holen wir uns hier mal den Kurs. Hof, Überführung, Hof, Holz. Geladen. Ein reiner Überführungskurs. Der fängt, meine ich sogar praktischerweise, direkt hier draußen an. Also sagen wir mal, Fahrer einstellen. Fahrer entlassen. Fahrer einstellen. Super. Hier können wir eigentlich mal gucken, wie viel wir jetzt hier haben. Ja, Pelletfabrik. Wir müssen auf jeden Fall Leerpaletten da noch hin haben. Ohne Ende. Produziert nicht. Ist ja keine Leerpaletten da, ne? Leere Paletten leer. Ja, sehr ärgerlich. Da holen wir uns dann mal eben schnell welche. Ah, ich muss unbedingt mal eben ganz kurz natürlich wieder was vergessen. Ihm hier. Ich sage, er soll am letzten Wegpunkt warten. Das ist ja sonst voll doof. Oh. Habe ich doch vorhin erst Paletten weggeholt. Danach war mir das Spiel auch schon mal abgestürzt. Beziehungsweise hat sich komisch verhalten. Warum auch immer. So. Dann kann ich zwar jetzt nicht wirklich viel machen, aber die Produktion läuft auf jeden Fall schon mal. Ja, wunderbar. So, der andere kann da ja stehen bleiben. Der stört mich da ja nicht. Und ich hüpfe mal hier rein. Entlasse meinen Abfahrer. Und hoffe jetzt einfach mal. Ach, das mit dem Mitschneiden ist aber schon wieder nicht schön. Also so. Ein Bild alle 3,5 Minuten. Woran liegt das denn? Also mein Rechner. Gut, ich habe nur eine 960 GTX Grafikkarte mit 2 GB. Aber schön ist da was anderes. Ich verabschiede mich erstmal wieder von euch hier. Tut mir leid. Ich sag tschüss. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Für dieses Video wahrscheinlich nicht. Ein Kommentar, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Wie gesagt, und tschüss.